Gut, ah, Packers, lauft doch einmal in euren Leben nach innen. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgather. In der heutigen Folge steht mal wieder ein CW an und ja, ein Easy Life und wir versuchen diesmal einen Sieg rauszuholen, komme was wolle. Denn ich meine, wir haben jetzt 9 CWs gehabt, einen gewonnen, das ist ein bisschen mager, wir gucken uns das Kriegslog an. Nach dem dritten CW hatten wir gewonnen und seitdem nicht mehr. Das sind jetzt 6 CWs, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 6 passt. 6 CWs ohne Sieg gewesen. Wir müssen mal wieder einen Sieg rausholen und wir werden natürlich unser Bestes geben. 14 Sekunden, dann beginnt er. Viel Glück, Kollegen. Yo, viel Glück. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Ich werde auf jeden Fall vieles hier rausholen, beziehungsweise ich versuche vieles rauszuholen. Ich hatte letztens auch ein CW bei Abonnenten. Die Folge werdet ihr am 28. oder 29. war das, glaube ich, sehen. Da habe ich einen Tipp bekommen, wie meine Go-Wipe-Angriffe strategischer und besser werden können. Beziehungsweise wie ich sogar 3 Sterne rausholen könnte. Und ich werde es in der heutigen Folge probieren. Mal gucken, wer als erstes angreifen will. Will wer AG? Dach, Dach. Viel Glück euch auch von mir. Wer macht AG? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, 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 oh. Easy Excessive hat sich einfach dazu entschieden. Ist schon easy am AG. Das ist mir jetzt egal, ob ich so falsch geschrieben habe. Auf jeden Fall, was ich dir empfehlen würde, keine Riesenstrategie, only Drachen wäre auf jeden Fall sinnvoller, ist meine Empfehlung an dich. Ich habe Erfahrung damit, 2 Sterne ist sinnvoll. Und was ich dir geraten hätte, niemals alle Zauber auf einmal setzen. Nee, das ist, du hättest die Zauber aufheben sollen, Heilzauber. Als erstes versuchen, mit den Riesen eine Luftabwehr auszunocken, egal wie lange es dauert, und dann mit den Drachen hinterher, da du ja nur 2 dabei hast, sind die sozusagen als Lebensversicherung. Das kann knapp werden, das kann echt knapp werden. Ich glaube, das wird sogar nicht viel. Yo, nimmst du... Ich will nicht beleidigend werden, aber wenn ich in die Clan-Nachricht schreibe, ich nehme heute Abend auf. Das ist... Ja. Meine Güte. Kann man denn meine Clan-Nachricht nicht lesen? Kommt schon, Mager, macht das Rathaus kaputt, macht... Nee, das wird nichts, oder? Nee, das wird nichts. Genau, das meinte ich jetzt. Erster Fail, 1 Stern. 2 Sterne müssen mindestens drin sein. Weil man so sonst kein CW gewinnen kann. Natürlich kann man nachher noch aufräumen, aber... Niemand sieht, das wären jetzt keine 2 Sterne mehr. Das wird zeitlich knapp und das ist das Problem. Hättest du jetzt einen Drachen übrig, der könnte jetzt von hinten aufräumen, das Rathaus snaggeln. Und das meinte ich, dass du erst wartest, bis die Riesen die Luftabwehren ausgenockt haben. Nicht direkt alle Zauber auf einmal setzen, nimm am besten 2 Wut, ein Heil mit. Und das ist dann besser, so glaub mir wirklich. Hat einige Vorteile, wenn man das so macht. Ein Stern, hola YouTube, yo, hi. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ein bisschen stark blöd sogar. Ah, na. Egal, du siehst ja meine Tipps Mittwoch, also wie gesagt, schade, yo. Player, viel Glück mit meinem Packer, Max, yo. Will noch wer angry, AG. AG. Und Dankeschön. So, mal gucken, ob es jetzt irgendwie wer angreifen kann. Wäre ganz lieb von euch. Ich habe mit Ankündigung gemacht. Normalerweise, wenn ich es mit Ankündigung... Okay, er macht so, sehr gut. Mal gucken, was er reißen kann. Hoffentlich 2 Sterne. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn er... Okay, er greift den zweiten an. Mal schauen, was das wird. Du hast 1er Golems. Würde ich dir dringend geraten. Geraten, ja natürlich. Raten, die demnächst abzugraden. Easy. Player kann ich. Gleich. So, Golems vor, schon mal perfekt. Mager hinterher, läuft auch schon mal. Giftzauber wird nichts wirken, beziehungsweise wird nicht wirken, weil da ein Drache und ein Mager drin ist und die sind fucking stark. Ich würde den Giftzauber jetzt setzen. Du setzt einen Sprung, eventuell könnten es doch... Ah, ne, die Packers, die laufen schon mal in die falsche Richtung. Aber wenn jetzt die Queen und der Barbarenkönig rein... Genau, wenn die reinlaufen, so meine ich das natürlich. Dann ist eine Chance... Okay, na, ich habe nichts gesagt. Ich würde gleiten, noch nicht freezen, noch nicht freezen, okay. Danke, Königin, dass du dich nicht fürs Rathaus entscheidest. Ich hätte den Freezen ein bisschen später gesetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte ihn später gesetzt, auf jeden Fall. Ich hätte ihn dann gesetzt, als die X-Boss dann versucht haben, die Queen... Upsala... Wenn die Queen dann... Wenn die X-Boss versucht hätten, so sagen wir es...
Fail, ja. Okay, jetzt kackt die Internetverbindung ab. Danke Telekom für dein Internet, was momentan echt nicht wirkt, okay. Apple für Infernus, keine Freeze und nicht CB, Barsch, sondern Golem oder Packer oder so, Mager, okay, ja. Ja, das wurde leider... Könnte es noch ein Stern werden? Natürlich, ich habe jetzt irgendwie gerechnet, dass wir diesmal den CB gewinnen, aber die ersten zwei Angriffe ein Stern. Und das ist zu wenig. Das ist das, worüber ich mich bei jedem CB aufrege von uns, denn, wie gesagt, die meisten sind relativ unerfahren, wie ich sehe, und 46% Fail. Okay, ich greife erst morgen an. Okay, Leo, mach du. Yo, mach mal. Yo, kannst AG. Ja, schade ist das geworden. Fuck. Okay, er greift an. Irgendwie, er greift ihn an. Patrick Bam. Nee, warte. Nein. Patrick hat sich dazu entschieden, ohne Ankündigung anzugreifen, natürlich. Patrick AG. Ich kann jetzt kein gutes Deutsch verwenden. Okay, wieso greifst du von da hinten an? Würde mich mal interessieren. Das hat schon mal Zeit gekostet. Ein Drache kommt da raus, das kann problematisch werden. Okay, du hast viele Mager dabei. Du machst eine interessante Strategie, wie ich hier sehe. Ich hätte die... Aua, das hat wehgetan. Okay, der Heilzauber war ein bisschen versetzt. Hätte ich ein bisschen weiter innig gesetzt. Dieser Bang. Ja, er ist ein wahrer Banger. Mal gucken, ob er was hier reißen kann. Wäre auf jeden Fall geil, wenn er das machen würde. Denn das wäre dann der erste erfolgreiche Angriff in diesem CW. Und mal schauen, was wir hier so reißen können. Okay. Barbaren sind... Okay, das müssten eigentlich lockere 2 Sterne werden. 3 Sterne weiß ich nicht genau. Aber es... 2 Sterne werden es auf jeden Fall. 3 Sterne, wie gesagt, das ist jetzt die große Frage. Wenn die Magier jetzt gut aufräumen, dann ist alles perfekt. Bitte, Magiers, macht doch was. Macht die Kanten... Nee, das wird nichts mehr, oder? Wobei, wenn der Riese jetzt gut tankt für den einen Magier, der hier am Rand aufräumt... Ey, 2 Kanonen, das ist bitter. Aber 2 Sterne wären es auf jeden Fall, aber wäre der Drache Win Level höher, A-Achs in Hose. Okay. A-Achs. Okay, nee, das wären leider keine 3 Sterne mehr. Trotzdem, 2 Sterne ist das, womit man wirklich zufrieden sein kann. Respekt dafür. So, okay, 2. Wer will jetzt Dach? So. Ja, jetzt 3 Angriffe, 4 Sterne, das ist ein bisschen mager. Ah ne, noch nicht mal. 3 Angriffe, 3 Sterne. Hätte sich Max Loons von mir geholt oder so. Ja, das wäre schon... Ja, mach mal. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Ja, mach mal. Ja. Dach. So, mal schauen, was er bei 2 reißt. Oder 1 war das, ne? Jo, 1. Wir haben gesagt, der gegenüber ist sinnvoller, kann aber Fail werden. Wieso bist du dann so am Rumpeln im Chat? Würde mich mal interessieren. Ja, greif trotzdem an. Greif trotzdem an. Wobei, Gegner, AG. Scheibenkleister, Alter. Die Autokorrektur kam hier auch mal kreuzweise. Mal gucken, was der 20. beim 20. hier reißen kann. Ich hoffe, nichts. Aber das sieht schon... Gegner. Aller gegenüber haben wir doch gesagt. Ich verstehe das nicht. Könnt ihr mir sagen, jetzt für die neutralen Zuschauer, was ist daran so schwer zu verstehen, dass man den gegenüber angreifen soll? Ich meine, ich habe es in eine Clan-Nachricht geschrieben, dass sie gegenüber... Der Heal war richtig dumm von mir gesetzt. Ja, war nicht besonders gut gesetzt, aber wie gesagt, ist in Ordnung. 2 Sterne sind es ja geworden, besser als nichts. Okay, Magier wurde jetzt ausgenockt. Ich hoffe, das wird ein Fail vom Gegner. Wäre auf jeden Fall nice, wenn es ein Fail wird. Mal schauen. Ein Blitzzauber auf den Minenwerfer, was anscheinend nichts geworden ist. Oh, ich kann da ehrlich gesagt nicht hinsehen beim Gegner. Ich hoffe, es greift auch keiner von uns an, denn ich habe eigentlich gedacht, dass die meisten von uns aufgenommen werden. Und mal schauen. Okay, das ist doch schon... Ja, das wären, glaube ich, 3 Sterne sogar im Normalfall. Er hat noch 2 Magier als Backup dabei. Wenn das nichts wird, dann lege ich meine Hand ins Feuer. Okay, das sollte ich lieber nicht sagen. Okay. So, mal gucken.
Ach, verdammt, das wären 2 Sterne. Das wären lockere 3 Sterne sogar. Das wären 3. Ach, ich will da gar nicht mehr hinsehen, ehrlich gesagt. Wobei, 3 Sterne, wenn die Kanone jetzt gut aufräumt, dann kann das natürlich doch noch was werden mit den... Okay, wir gucken uns das nicht mehr an. Das ist... Das tut mir... ich hab doch gesagt... Ach, meine Güte. Jetzt können wir den Angriff nicht zusehen. Okay, das Rad wurde schon mal zerstört. Sehr gut. Ja, ich habe gesagt, warte, Gegner AG, aber interessiert ja anscheinend. 50%, das ist doch... 2 Sterne ist für mich kein Fail, lieber Leon. Das hast du schon mal sehr gut gemacht. Gucken uns den Angriff nochmal im Nachhinein an. Leider können wir nicht zusehen, sorry dafür. Aber ich habe ja gesagt, der Gegner greift an, auch wenn es eigentlich relativ schlecht geschrieben war. Okay. Die 3 werden wir gleich angreifen. Mal gucken, was wir reißen können mit meinem Max Packer als Backup. Die Base muss ich angreifen. Die Base greife ich so gesehen eigentlich relativ gerne an, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, weil da nicht so allzu viele Mauern klug verteilt sind, beziehungsweise die Mauern gehen halt so nach außen. Und das ist eigentlich relativ gut als Go-Wipe gedacht. Okay, er ist immer noch am Angreifen. Mal schauen, ob er 3 Sterne schafft. Ich hoffe nicht. Okay, wir haben jetzt 75% zerstört. 3 Sterne. Könnten das wirklich 3 Sterne werden? Wenn das 3 Sterne werden, dann feiere ich dich aber so hart, Alter. Finde ich jetzt auch ein bisschen schade, dass sein Angriff nicht reingekommen ist. Beziehungsweise wir gucken uns den Angriff ja gleich an. Das wird wieder eine längere CW-Folge. Ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Okay, 2 Sterne. Das lief relativ gut. 2 Sterne, nice one. Für gegenüber, das ist immer gut. 2 Sterne, nice. So, Klamuk hat hier rausgeholt. Mit einem... Keine Ahnung, habe ich gerade nicht drauf geachtet. Geht doch, ja, 2 Sterne ist für mich auf jeden Fall kein Fail. 2 Sterne ist das, was man eigentlich immer schaffen sollte. Jetzt halt der Gift drauf, ne? Na gut, weiß ich auch nicht, was er gerade macht. Okay, mit Magiern, aber ich weiß ja nicht, wozu den Gift... Ja, der Gift knockt den Drachen nicht aus, aber den Magier und den Drachen macht der Giftzauber ja langsamer. Deswegen hat es sich eigentlich gelohnt. Und das gegen so eine Base. Joa, also stark war die Base nicht, muss man zugeben. Aber dafür, dass du Go, maxt, Go Wipe hast. Aber Gift war ein bisschen unnötig. Ja, wie man sieht. Okay, er ist 13er Hell, nicht allzu stark, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Go Wipe, okay, die Magier sahen relativ gut aus, beziehungsweise die waren gut gesetzt. Sprungzauber Homo, okay. Mal gucken, was er hier reißen kann. Sprungzauber saß perfekt in der Mitte, ist auch alles perfekt durchgekommen. Deswegen ist auch relativ früh das Rades gefallen. Das hat auch alles gut geklappt. Rades ist hier gefallen, das lief wirklich sehr gut. Dann der Two-Star war eigentlich dann nur noch relativ klar. Packers sind draußen gelaufen. War ein bisschen schade, aber... Oh, ich kann auch bei Robin nicht zusehen. Manometer. Ich... werde jetzt AG und Robins AG. AG wird gleich gezeigt. Dach. Okay. Werden wir es schaffen? Das seht ihr in der nächsten Folge. Nee. Hebt jetzt eure Hände nach hoch. Hebt eure Hände nach oben. Ich bin Son Goku und ich brauche eure Energie für eine Genki-Dama natürlich. Ich werde das Beste... geben, was ich überhaupt geben kann. Alle 3 auf einmal, okay, das hört sich schon mal nicht gut an. Ne? Rauslocken mit einem Riesen, von wo genau? Ich würde sagen von da, okay, WhatsApp, du interessierst mich gerade nicht. Haben wir alles dabei? Oh, wo greife ich an? Hier unten, okay. Los geht's! Hey, ho, let's go. Riese, lauf schneller. Was kommt aus der Klamburg raus? Ein Drache und ein Morgia. Und ein Bogenschütze nicht zu vergessen. So, wir tun trotzdem mal den Dings drauf. Den Dings, genau. Oh, geh kaputt, Magier, geh kaputt. So, oh, fuck, das habe ich nicht so gut geregelt. Das hätte ich auch besser regeln können. Okay, ich kann nicht kommentieren, während ich angreife. Das kann ich wirklich gar nicht. Und wo sind die fucking Mauerbrecher schon wieder hin? So.
Jetzt machen wir den hier. Sprung könnten wir da draufsetzen, tun wir auch mal. Und wenn alles gut... Ah, Packers, lauft doch einmal in euren Leben nach innen. Ohne Mist jetzt. Ja, oh Gott, wenn die jetzt nach außen laufen. Ich geb dem bald eine Bitch-Slap ohne Mist jetzt, Mann. Das, okay, der eine Packer läuft. Ah, der Wutzauber war nicht gut gesetzt. Beziehungsweise hätte man noch besser setzen können. Und das Rathaus müsste eigentlich locker fallen. Ja, okay, der eine Packer ist jetzt am Rathaus. Müsste was werden. Zwei Sterne, wenn es auf jeden Fall schätzungsweise... Lauf doch! Wollt ihr mich? Nee. Okay, Rathaus ist gefallen. Hätte das nicht geklappt, ey. Ich wäre sowas von ausgerastet. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay. Mach down. Mach die Dinger down. Die Queen muss lange wie möglich überleben. Das ist bei dieser Taktik wirklich das A und O. Wobei es leben noch relativ viele Verteidigungsgebäude. Das könnte uns am Ende noch irgendwie nicht so gut... Warum gehst du denn nicht auf den Bogenschützenturm? Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer... Oh ja, das wird nichts mehr, nein. Das wird auch von der Zeit her zu knapp, leider. Vielleicht wären 3 Sterne gewonnen, aber 2 Sterne wurden es ja für einen Lappen wie mich und das ist doch schon eigentlich dann relativ gut. Wir setzen trotzdem die 2 Magier noch als Prozenteholer. Denn für die Statistik sieht das doch besser aus. 2 Sterne sind es geworden. 80%, ja... Ich muss sagen, die Taktik ist wirklich einigermaßen besser, weil wirklich viele Magier überleben und diese Magier machen auf Dauer viel Damage. Und warum geht die Bogenschützenkönigin nicht auf den Packer, sondern als erste Bogenschützenturm erst auf den Magier statt auf den Packer, aber egal. 84%, 2 Sterne, ich glaube, da kann man nicht meckern. Würde ich mal so behaupten. So, Player, du hast nur gewonnen, weil ich dir... Ja, natürlich. Also, ohne hätte ich natürlich nicht gewonnen. Natürlich. So, 2 Sterne werden es. So, mein Angriff gemacht. Okay, Robin, 2 Sterne ist doch in Ordnung. Wir gucken uns deinen Angriff an. 6 Angriffe, 9 Sterne. Leute, das ist wieder zu wenig. Normalerweise müsste es jetzt 12 Sterne mindestens heißen. Ja, okay, Schweinereiter. Sehe ich auch relativ... Bin dann nur so eventuell weg, um wieder Max-Sachen schnorren. Okay. David, wann kommt das Video? Mittwoch. Dach. Live-Death gucke ich mir gleich an. Sobald Robins Angriff drin ist, er hat's verdient reinzukommen. 2 Sterne. Is not bad. Wir werden auf einmal 4-fache Geschwindigkeit machen. Okay, Parabahn vorgeschickt, dann Magier, um den Drachen auszunocken. Dann wieder Magier, wieder um einige Verteidigungsgebäude beziehungsweise Außengebäude kaputt zu machen. Mal gucken, was er hier... Okay, er ist mit Schweinereiter reingekommen. Sah doch relativ gut aus, muss man so zugeben. Okay. Kann man nicht meckern über den Angriff. 2 Sterne ist immer das Minimum, was man schaffen sollte. Und hier hat der Barbarenkönig im Hintergrund noch das Rathaus geholt. Das läuft doch. So, was macht Ben? Was macht der Gegner da? Kann es sein, dass der Gegner failt? Okay, da reingucken, bevor es zu spät ist. 6 auf 8. Fail. Hebt eure Hände. Okay, der Heilzauber war aber richtig fehlgesetzt. Hebt eure Hände in die Luft. Schickt mir eure Energie, ich werde sie jetzt absorbieren und zusammen werden wir es erreichen, dass der Gegner fällt. Wir werden es schaffen. Alter, der Gegner fällt wirklich, ne? Who the fucking hell? Warum setzt er den Giftzauber auf den Barbarenkönig? Ich verstehe das nicht, Mann. Könnte es sein, dass er wirklich fällt? Aber nur eventuell, ja. Der hat einen Max Packer, ne? Ja gut. Wobei 2 Sterne... Weiß man nicht, ne? Also die haben nicht die Regel, dass man den Gegenüber angreift. Zumindest hat der ja nicht den Gegenüber angegriffen. Er ist ja 6. Kassiert Benny einen 3-Star. Das ist die Frage. Beziehungsweise ich sehe den Angriff ja nicht. Ich sehe den gerade von... Im Sotal auf Fanatics. Mal gucken.
Bogenschützenkönigin, down. Perfekt, jetzt kommt noch... Ah, Drache, Drache, geh down, Drache, geh down, Drache, geh down. Ah, da lebt noch ein Päcker und ein Drache, ein Max-Päcker. Das ist jetzt zeitlich... Das wird ein Fail. Das wird ein Fail, das wird nur ein One-Star, das wird nur ein One-Star. Orgasmus, geil. Boom, Bitch. Oha, Luck, ja, Alter. Das ist hammergeil, dass der Gegner mal failt. Das haben wir so extrem selten. Irgendwie werde ich in den meisten CWs nie AG. Hä? Weiß ich nicht. Das ist ein Fail, ein sexy Fail. Oh yeah! Okay, das lief relativ gut. Das haben wir schon mal gut angestellt, wirklich. Boah. Er hat schon mal gefällt. Alter, der Gegner ist gar nicht so erfolgreich, wie ich hier sehe, ne? Der 12. greift den 12. Mal schauen, was das wird. Okay. Ah, ich muss langsam Schluss mit der Folge machen. Es tut mir wirklich leid. 21 Minuten ist es schon. Wir werden nachher die Auflösung sehen. Es tut mir wirklich leid. Ja, wen soll ich nächsten angreifen? 18. Nee, 18, wobei ist schon in Ordnung. So, kurzer Cut. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Auflösung. So, da wären wir auch. Ihr fragt euch bestimmt, haben wir den CW endlich gewonnen? Aber ich kann sagen, nein, haben wir nicht. 34-45 haben wir verloren. Jetzt können wir uns natürlich fragen, woran liegt es? Das werden wir uns jetzt angucken. Wie wir sehen, haben wir von 40 Angriffen nur 27 genutzt. Heißt, 13 Angriffe waren über. Gucken wir jetzt in die Kriegsstatistik. Sehen wir 4 3 Stars, 9 2-Stars, 4 1-Stars. Ist in Ordnung, aber rechnen wir das jetzt zusammen. Kommt 17 raus. 27 Angriffe heißt 10 Fails. Und was ich gesehen habe, hier war wohl jemand sehr lustig. Das war ganz unten am Anfang. Ah, wie hieß der? Wo war der? Der müsste irgendwo hier. Kyurkri. Erster Angriff 0%. Zweiter Angriff 46%. Ja. Danach hat er direkt den Clan verlassen. Wahrscheinlich wollte er uns nur trollen. Hast du auf jeden Fall hinbekommen, Mann. Hast du auf jeden Fall hinbekommen. Das war nicht cool. Und ja, die oberen drei bei uns wurden noch nicht mal ge-one-starred. Und bei denen gucken wir uns. Two-Star. Von mir sogar ein 3-Star diesmal. Im zweiten Angriff. Selbst das hat nicht geholfen. Und unten haben wir jetzt so viele Sterne liegen lassen. Hier eins, hier zwei Sterne, hier ein Stern, hier sogar drei Sterne, der wurde nicht angegriffen. Und das ist einfach zu wenig für unseren Clan. Und ich habe mich wirklich dazu entschlossen, wir können mal hier die Kriegsbeute einsammeln. Wie viel war das? Ui, 200k, not bad, was eigentlich hätte 900k sein können. Ich habe mich dazu entschlossen, den Clan zu verlassen. Nicht jetzt in der Folge, sondern später. Ich werde noch sozusagen einen Abschiedsbrief schreiben, beziehungsweise in die Clan-Nachricht werde ich es schreiben. Ich werde euch wirklich vermissen, Jungs. Es war wirklich eine schöne Zeit hier im Community-Clan. Ein Monat war der wirklich da. Tut mir wirklich leid, aber ich glaube, das ist wirklich zu wenig. Wenn wir jetzt in den Kriegslog gucken, sehen wir einfach nur, ja, 10 CWs, einer gewonnen. Das ist wirklich zu wenig und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr darauf. Ich will mal wieder CWs gewinnen. Und ich suche mir einfach einen anderen Clan. Ich werde kein Anführer mehr meines eigenen Clans. Ich habe versagt, nicht ihr. Ich habe versagt, weil ich euch nicht richtig anweisen konnte. So kann man das, glaube ich, sagen. Und deswegen werde ich jetzt einfach einen Clan suchen. Beziehungsweise ich habe schon einen Clan, wo ich reingehe. Bei den lieben, hier, The Black War 2. Also ich werde da wahrscheinlich wieder reingehen. Ich habe auch einen Typen hier, den Amadou Neymar Jr. auf WhatsApp. Ich werde ihn einfach mal fragen, ob ich wieder rein darf. Und ja, dann mal schauen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann ist ein Daumen nach oben, wird man euch loben, nach dem Motto, werden wir es so machen. Und wenn ihr öfter solche Live-CWs sehen wollt, vielleicht sogar im nächsten CW mit einem Sieg, schreibt es unten in die Kommentare rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.